Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine etwas andere Variante, sich für eine Feierlichkeit wie zum Beispiel Karneval zu stylen. Mir persönlich gefällt es sehr gut, ich hoffe euch natürlich auch. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich einfach. Nichtsdestotrotz, das Video ist leider nicht ganz so geworden, wie ich es wollte. Die Tonaufnahme hat irgendwie gar nicht funktioniert, in der ich etwas erklärt habe, was ich da gerade veranstalte, wie ich es veranstalte. Deswegen zeige ich euch jetzt am Anfang des Videos, was für Produkte ich verwendet habe. Zum einen als Make-up habe ich von Maybelline New York das Fit Me in der Nummer, das sieht man jetzt total schlecht, 110 verwendet. Das Camouflage von Catrice, das ist auch was ganz Helles, weil wie man sieht, bin ich auch relativ hell. Das ist die Nummer 10. Für den Lidschatten habe ich von Revolution die Mermaids Forever Palette genommen. Die Namen dieser Farben, ehrlich gesagt finde ich die ein bisschen kitschig. Hat mir auch nicht alle jetzt gemerkt. Vom einen habe ich Starfish, Ariel, Pink Sea, also ich habe schon Harmony. Ich habe viele Farben verwendet. Nehmt einfach die Farben, die euch am ehesten liegen, die euch gefallen, womit ihr euch wohlfühlt. Also es ist ganz euch überlassen. Zum anderen habe ich von NYX die Base genommen. Sieht man leider kaum noch, was da steht, weil das wirklich jedes Mal in meiner Tasche rumfliegt. Von Catrice habe ich die Ultimate Chrome Palette genommen. Und das Goldene verwende ich wirklich fast zu jedem Anlass. Zum anderen habe ich mir von Essence, kennt ihr bestimmt auch, diese Must-Haves, da kann man sich ja selbst an der Palette zusammenstellen, das Pechschwarze geholt, das Black is Back. Das ist wirklich sehr, ich würde mal sagen, krass. Mir gefällt es ganz gut, nutze ich auch sehr häufig bei meinem Make-up. In diesem Video hatte ich jetzt auch den Flüssig-Eyeliner von Essence verwendet. Das Doofe ist bei dem Make-up, kommt man in den Regen rein, sieht man auch ganz schnell, dass es nicht wasserfest ist, was ich eigentlich sehr schade finde, weil eigentlich das Schwarz davon einfach bombastisch ist. Für die Wimpern und für meine Wasserlinie habe ich von Maybelline Yarde The Colossal Go Extreme genommen. Das gab es mal in einem Set zu kaufen. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr, was ich jetzt eigentlich schon bedauere, weil mein Schwarz neigt sich so langsam dem Ende zu, wenn man das mal sich so anguckt. Da komme ich nicht mehr weit mit. Für die Lippen habe ich von NYX einmal Kopenhagen und einmal Transylvania verwendet. Das sind zwei Farben, die wirklich relativ dunkel sind mit so einem kleinen lila Stich. Ich habe von Essence dann auch noch von Metal Shock dieses Knallpinke ausprobiert. Es ist eine wundervolle Farbe. Leider würde ich das jetzt nicht in meinem Alltag einbauen. Es ist dann doch etwas zu kitschig. Genug von diesem ganzen dummen Gequatsche. Ich hoffe, euch gefällt's. Schaut rein, gebt mir ein Feedback. My heart now, boy.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.